Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. So, ja, lustiges Treiben hier in Venedig. Und ich sollte mich mal aufmachen, wieder mich der Hauptmission widmen. Die ganzen Nebenaufträge hier, die Assassinen, die Mordanschläge und so weiter. Das werden wir auch mit Sicherheit noch machen und auch diese hässlichen ätzenden Kacklöwen. Werde ich noch aufdecken, einfach nur, weil ich jetzt schon so viele habe und weil ich sie jetzt auch gerne vollstehe. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter mit der Hauptmission. Wo ich natürlich jetzt erstmal wieder hinlaufen muss. Wenn ich den Weg finde. Geh mal aus dem Weg, Tante. Nur die beste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. What the f... Ah, die bewachen eine Kiste. Ihr bewacht meine Kiste? Macht er ja nicht besonders gut. Was habt ihr denn? Verabscheuungswürdiger! Die Leine! Ach. Woran erkennt ihr mich nur? Ist das mein Umhang? Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Ja, und ich bin mir sicher, dass ich jetzt eigentlich zur Hauptmission möchte. Und vielleicht sollten wir beim Onkel Doktor anhalten, wenn wir ihn über den. Das ist schon okay. Dann brauche ich mit euch keinen Streit anfangen. Da oben. Der ist irre. Ach, egal. So. Ja, viel weniger irre, als es den Anschein hat, wa? Ja. Lalalala. Geh mal weg. Kann sich auch anstellen. Teilweise sogar dumm. Das hat zumindest nicht wehgetan. Der bringt sich um, so wie der das macht. Darf ich da mal durch? Hallo? Geht ihm. Wollt ihr mir da mal aus dem Weg gehen, danke. Idioten. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Bögen für seine Kamera. Leonardo. Bei dir geht's also weiter. Ezio, mein Gott, du lebst. Nein. Hey, ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Schweinekopf. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Mhm. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus.
Ja, gut, dann bau mal. Viel Spaß damit. So. Ich soll das Waffenrad öffnen. Und wie geht das? Damit. So. Dann soll ich irgendwas drücken, um das Ziel zu erfassen? Ja. Das nicht. Oh Mann. Das da? Und damit schießen. Ziele eliminieren. Klappt super. Gedrückt halten ist nicht einfach mal nur kurz feuern, sondern... Der Strahl muss ich erst aufbauen. Okay. Desto größer die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Buonasera. Ja, schön, guten Abend. Ich habe hier nur was in meiner Kiste. Mach keinen Aufstände. So, und. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Weiß ich nicht, das Ding ist laut. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Nö. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Barbarossa? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, irgendwie Schwester. Doch. Und Ezio, du darfst hier heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. So, das ist sehr gut. Jetzt bin ich super unauffällig und getarnt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das... Früher mal habe ich dann die Codex-Seiten nicht gesammelt, oder? Du kannst mich gar nicht erkennen, ich bin getarnt. Dauer des Karnevals im Kognito werden. Aber es ist schon mal gar nicht so, gar nicht so praktisch, dass ich in Kopf zu bleiben. Okay, er ist wieder weg. Das ist gut. Eine Wasserstraße und eine Wache vor einer leeren Kiste. Nachts auf einem Dach, der Freund des Paares.
bist beklaut worden, mein Freund. Das finde ich gut. Dann kann ich nämlich einfach mal Zeugs mitnehmen. Antonio, Schwester, wir müssen reden. Tralala. Ezio! Ezio Auditore! Ja, Theodora! Darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen! Nun, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Damen in Not. Jawohl, Wo ist er denn? Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf. Zwing mich nicht nochmal zu töten. Ja, nein, vielleicht. Der liegt da jetzt hoffentlich noch. Zwing mich nicht nochmal zu drücken. Sein scheiß Messer liegt noch da, er selber nicht. Okay. Das war nur ein Knallfrosch. Das arme Mädel. Aber jetzt habt ihr es ordentlich sauber gemacht. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt... Ich hab eine schöne Maske. Denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Gewinnen? Hey. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Nein. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Ich auch nicht. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Mein Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht das ist gerade eine gute Idee. Aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Also ich finde, dass mit diesem neuen Glauben ist eine tolle Idee. Dem Orden wird es auch einwohnen. Naja, wobei, die wollen dann wieder Geld haben. Signori e Signore! Kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen! Das Karnevale. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser?
In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Mhm. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Ja, ich eile. So. Na gut, dann fangen wir doch hier an. Signori, Signori, dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Spiel um Charisma und Charme. Kommt näher, kommt näher. Wer wird den Preis gewinnen? So, werden wir sehen. Willkommen. Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen. Falscher. Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Aha. Schleifen klauen? Eieiei. Nein, 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 nein. Dürfte ich um eine Schleife bitten. Darf ich mich zu euch gesellen? Wie geht's dir denn? Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Wie hübsch ihr heute Abend aussieht. Hey, hallo, meine Süße. Na komm. So. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Genau, Schleifen. Schleifen. Meister. Hey, hallo, Süße. Meine Damen. Na komm. Das mit dem Clown finde ich gut. Wie hübsch ihr heute Abend aussieht. Gott. Wir haben einen Sieger. Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Natürlich. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Tja, das haben wir ja gut hingekriegt. Ich bin so der Verführer von hier. Ach, das war keine Schleife mehr. Okay. So, okay. So, das nächste Spiel. Ich weiß nicht, das Clown wird hier langsam zu tun, ne? Hallo da her. Der Nächste! Tretet näher! Erzielt ja die beste Zeit! Könnt ihr euren Nachbarn schlagen? Wer wird den Preis gewinnen? Ist das jetzt ein Wettrennen? Willkommen! Benvenuti! Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach,
aber es zu beenden, fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Aha. Streckenrekord brechen. So viel zum Thema dazu. Das können wir wohl gleich nochmal machen. Deswegen nehme ich mir jetzt auch hier diese Zeit. Die Kiste noch rauszuräumen. Ja, das wird nichts mehr, das ist schon klar. Ja, Zeit abgelaufen, zu viel verhopst und ich hasse es. Gut. Ich brauche auf jeden Fall in der einen Ecke einen besseren Weg. Da habe ich wahnsinnig die Zeit verloren, wo ich mich neu orientieren musste. Irgendwo hochgelaufen bin und ich bin nicht selber hochgelaufen. Echt jetzt? Kann ich nochmal zurück zum Anfang? Komm hoch. Es wird auch schon wieder nichts mehr. Zumindest aus dem Wasser rausgekommen. Das heißt, wir waren einen Schritt weiter als beim letzten Versuch. Lauf, Hirschlein, lauf.
So Schwierigkeiten mit dem Orientierungslauf. Und da haben wir es. Ja, geht doch. Mann, ist die Dickmann. Ja, der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Ja, fällt doch überhaupt nicht auf. Genau. So ist das nämlich. Hab ich. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Aderlass? Frisch gefangene Igel wären jetzt auch was. La la la. Da die finanziellen Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, wird auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe. So. Und was wird das jetzt hier? Kommt her, kommt her! Nun geht es um Können und Beweglichkeit. Wer kann die Fahne erobern? Wer gewinnt den Preis? Das ist jetzt nicht noch ein Wettrennen, oder? Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Zum dritten Mal. Mhm. Ich habe 2 von 3 Spielen gewonnen. Capture the Flag. Na toll. Ja. Gehen wir mal nicht auf den Senkel hier. Jetzt echt auf mir aufs Dach gefolgt hier. Wo ist die Sau? Er cheatet doch.
Was hast du, Betrüger? Na komm, hoch. Meine Fahne. Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Ich habe gewonnen, oder? Oder auch nicht. Auf jeden Fall hat sich das Spiel gerade beendet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.